Herr Präsident, herzlichen Dank. Kolleginnen und Kollegen, manche von Ihnen werden gestern Abend dieses erschütternde Bild eines blutenden, schreienden Kindes gesehen haben, was aus den Trümmern des zerbombten Ost-Ghuta herausgetragen wird. Ich bin dankbar, dass insbesondere Deutschland in der Vergangenheit seinen humanitären Verpflichtungen, die die Europäische Union insgesamt hat, nachgekommen ist. Und ich hoffe, dass wir das auch weiterhin tun. Und ich bin beschämt über den Antrag, den die AfD neulich eingereicht hat, mit dem Ziel, Flüchtlinge in diese Hölle wieder zurückzuschicken. Ich will aber mich fragen, was wir in Zukunft als Europäische Union tun können, um nicht die Wunden zu heilen, um nicht Symptome zu bekämpfen, sondern um die Ursachen zu bekämpfen. Und deswegen bin ich sehr dankbar, Graf Lambsdorff, dass Sie diesen Antrag eingebracht haben. Ein Antrag, der im Übrigen, auch darauf haben Sie hingewiesen, ja klar macht, dass wir sehr viele bilaterale Aktivitäten der großen Staaten der Europäischen Union haben, dass aber die kleinen Mitgliedstaaten sich sehr gerne einbezogen fühlen würden in eine gemeinsame europäische Außenpolitik. Und dem trägt ja dieser Antrag Rechnung. Und insofern hoffe ich, dass wir ihn konstruktiv zusammen voranbringen. Ich habe mir den Bericht des Berichterstatters McAllister in dieser Frage zum November letzten Jahres auch angesehen. Und er kommt auch in einem wesentlichen Punkt zur gemeinsamen Überzeugung, nämlich, dass wir die Entscheidungsprozesse in der Europäischen Union beschleunigen müssen. Und das kann eben gegebenenfalls über qualifizierte Mehrheitsentscheidungen gelingen. Denn bei diesen rasanten Umwälzungen und Verwerfungen, denen diese Welt ausgesetzt ist, ist die Trägheit bei einstimmigen Entscheidungen eben nicht ausreichend, um in hinreichender Geschwindigkeit aus der Europäischen Union hinaus auf diese Probleme zu antworten. Ich glaube, dass neben der Entscheidungsgeschwindigkeit vor allen Dingen die Frage der Koordination eine nennenswerte Rolle spielt. Und ich denke, dass die Hohe Vertreterin auch einen Beitrag dazu leisten kann, die Koordination, also die Abstimmung der Politik zwischen den Mitgliedstaaten voranzubringen. Und da möchte ich nicht nur die Außen- und Sicherheitspolitik, sondern eben auch die Entwicklungspolitik mit einschließen. Und wenn ich hier gerade, was den Migrationsdruck, den wir von Afrika her erleben, mir das ansehe, dann denke ich, dass einzelne Länder besondere Fähigkeiten und Beziehungen ja auch mit Blick auf einzelne Staaten in Afrika haben und dass eine Kooperation der Mitgliedstaaten in einer guten Abstimmung sinnvollerweise vorangebracht werden muss. Und dazu, da bin ich ganz überzeugt, kann die Hohe Vertreterin in Zukunft einen guten Beitrag leisten, dass eben die Zusammenarbeit der europäischen Staaten in der Außen-, der Sicherheits- und der Verteidigungspolitik besser koordiniert wird. Zum Abschluss, Herr Dr. Dehm, Sie wollen Russland die Freundschaftshand ausstrecken. Das ist ja schön und gut, und vielleicht verbindet Sie das mit der AfD. Ich kann nur sagen, wenn ich mir anschaue, in welcher Weise Russland den syrischen Diktator und Mörder Assad unterstützt und sich hinter und auch vor ihn stellt und in welcher schändlichen Weise Russland bisher im UN-Sicherheitsrat blockiert eine Feuerpause in dieser Hölle, dann meine ich, sollten Sie Ihre Position noch mal überdenken. Und schon aus diesem Grunde brauchen wir eine starke Europäische Union. Und das, hoffe ich, werden wir auf den Weg bringen. Vielen Dank. Ich schließe die Aussprache zu diesem Tag.